Sie war angeblich mal bei Germany's Next Topmodel. Vielleicht gehört das ja zu euren Lieblingssendungen. Ganz sicher aber gehört sie zu den Top-Yoga-Lehrern in Deutschland und hat einen Namen wie aus einem Roman von Dostojewski. Willkommen bei Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübelsam und spreche heute mit Wanda Badwal über Mantra, Schlaghosen, Einsamkeit auf Bali, Einsamkeit in Berlin und wie das geht, in Liebe schwingen. Eigentlich ist es ja egal, wo man ist, aber hier ist es nicht egal. Wir sind am Starnberger See in Süddeutschland an einem Ort, wo gar nicht weit von hier vor vielen Jahrzehnten ein Mysterium passiert ist. Da ist der König Ludwig II. Im Starnberger See ertrunken. Man weiß bis heute nicht, ist er ertrunken oder ist es ein Mord gewesen? Und mir gegenüber sitzt eine Frau, die mindestens so mysteriös ist, zumindest mal, was ihren Namen anbelangt, Wanda Badwal. Was für ein wahnsinniger Name. Das ist natürlich ein Künstlername. Natürlich ist es kein Künstlername, ich heiße tatsächlich so. Ja, meine Großmutter, die hieß Wanda. Und ich habe gerade heute Morgen auch nochmal über meinen Namen nachgedacht. Also er ist polnischer Herkunft, ich bin nicht polnisch oder so, ich bin ein Viertel Französin, aber... Ich mache jetzt einen Frauenkreis und den habe ich Wanda's Witches genannt. Und ich habe gedacht, ich bin wahrscheinlich auch früher eine Hexe gewesen, habe diesen Namen deswegen bekommen. Also Wanda hat schon sowas Mysteriöses, wie du schon sagst, das stimmt. Und Badwal kommt aus Indien tatsächlich. Meine Eltern haben in Indien gelebt, wir waren Osho-Anhänger, haben dort im Ashram gelebt und meine Mutter war selber mit Inder verheiratet und ich habe keinen indischen Papa, sonst hätte ich wahrscheinlich dunklere Haut, aber ich sag mal so, der Name, der mir da in die Wiege gelegt worden ist, der hat irgendwie auch so ein bisschen, was habe ich das Gefühl, wie so ein Imprint für meinen, ja im Sanskrit Dharma oder so, meine Bestimmung in meinem Leben so ein bisschen das Bett dafür gelegt, habe ich das Gefühl, ja. Das ist alles schon höchst interessant, all diese verschiedenen Aspekte. Und lustigerweise bist du aber jetzt an einem Ort gelandet, der kaum Deutscher sein könnte. Also sagen wir mal, der deutsche Traum ist es hier. Die Millionärsdichte ist extrem hoch. Ich bin da gerade an so einem Hanggrundstück, was, glaube ich, noch zu verkaufen ist, vorbeigegangen. Also wer von euch zu Hause Lust hat, mir da finanziell unter die Arme zu greifen oder mir und Wanda, dann würden wir das gerne erwerben. Wanda, also ich sage den Namen jetzt einfach nochmal, weil er auch sehr schön ist. Wie kommt es, dass sich auch eine Wiener Indie-Band, die am liebsten über Alkohol und Sex und Tod singt, nach dir benannt hat? Ich glaube, Wanda, der Name, der hatte irgendwie so ein Revival, hatte ich das Gefühl. Also in der Schule wurde ich sehr viel gehänselt. Das war nicht nur ein Segen. Also ich glaube, alle, die zuhören und einen besondereren Namen als Anna oder Christina haben. Also ich wollte immer Anna oder Christina heißen, ja. Weil ich war halt eben, das bietet eben sehr viel Angriffsfläche für. Aber man ist einfach anders, ja, schon vom Namen her. Und Wanda der Wandschrank, Wanda der Wanderbra, das durfte ich mal alles anhören, Wanda der Walfisch. Und heute bin ich aber froh, weil es natürlich einfach so ein Alleinstellungsmerkmal einfach schon hat. Es gibt nicht so viele, die Wanda heißen. Und ich habe Glück, dass die Band auch noch ganz cool ist, Wanda. Die Band ist wirklich sehr, sehr cool. Wir haben jetzt nicht die Gelegenheit, ein Foto des Sängers zu zeigen, aber er trägt das Hemd aufgeknöpft. Die Leidenschaft teilt er mit Krishna Das. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, lieber einen Ingwertee mit Krishna Das oder was trinken die da? Ein Bier oder irgendeinen gespritzten mit dem Sänger von Wanda. Ja. Was würdest du machen? Definitiv Krishna Das. Ich muss euch enttäuschen. Oh! Ja, ich bin großer Kirtan-Fan. Ich singe auch selber Kirtan und spiele Harmonium. Das heißt, ich würde mich dann doch mit Krishna über Mantren austauschen und einfach ihn interviewen zu seinem Leben. Das wäre es, okay. Ich glaub, gut, schon. Okay, das dürfen wir natürlich den Wienern jetzt nicht verraten, dann sind die enttäuscht. Wie du sagst, du singst selber auch, aber eben lieber Loka Samastas, Sukhino Bhavantu. Da geht es ja auch um Liebe in diesem Mantra. Sollen wir das mal zusammen singen oder willst du einmal singen? Ja, ich kann es auch mal singen. So. Einfach so, A Cappella. Ja, oh ja. Gott, ich habe gar nicht eingesungen. Ne?
überrascht du mich jetzt. Ich versuche es mal, ich muss mich mal an die Melodie erinnern, weil ich habe bei diesen Mantren ist immer so, gibt es unfassbar viele Melodien. Ja. Und ich habe so 3 ungefähr von Lukas Amastas. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Oh, wir können ja mal so lange kurz ein- und ausatmen. Genau, könnt ihr auch mitmachen. Tief ein- und ausatmen ist immer gut. Lokas amasta sukino bhavantu. Lokas amasta sukino bhavantu. And may all beings be happy and free. Beings be happy and free. Also, da erübrigt sich eigentlich jede Frage, aber ich frage dich trotzdem, weil es ja ein Podcast ist, wir müssen uns hier unterhalten, auch wenn jetzt alles so friedlich schon hier ist, mit dem leichten österlichen Glanz auf dem See vor uns. Worum geht's in diesem Mantra für dich? Ja, übersetzt, ich sag mal auf Englisch, may all beings be happy and free, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein. Und dieser Gedanke im Yoga, dass wir Service eigentlich machen und eben wollen, dass mehr Menschen ein Gefühl des inneren Friedens und mehr zu ihrem eigentlichen Selbst, ihrer Seele hinfinden, das ist dieser Wunsch, der dahinter steht. Wann hast du das zum ersten Mal gehört? Kannst du dich erinnern? Das Mantra speziell, ich glaube, es war von Snatam Kao. Ich habe verschiedene Variationen gehört. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß noch ziemlich genau, wann ich das erste Mal Harmonium gehört habe. Und es war in Berlin, auch in einer meiner Yoga-Heimaten im Spirit, wo du ja auch deine Yoga-Heimat hast. Und ich weiß noch, da war Patrick Brom eingeladen und es ist ganz witzig, weil sich der Kreis auch jetzt Jahre später geschlossen hat und er hatte eben Kirtan-Sänger dabei und er startete die Stunde eben mit einem Kirtan-Gesang und sofort standen mir alle Haare zu Berge. Ich habe angefangen zu heulen und ich war so, was ist denn das? Ja, also ich war völlig perplex von dieser Tiefe und der Emotionalität, die ausgelöst wurde durch das Mantra und konnte mir das aber nicht so wirklich erklären und war aber fasziniert und ich wusste, ich muss das lernen, das Instrument. Also es war wirklich so, ich habe am nächsten Tag bei E-Mail Kleinanzeigen eingegeben, Harmonium und bin dann irgendwo da an den Arsch der Heide gefahren und dann irgendwie für 320 Euro irgendwie so ein gebrauchtes Harmonium gekauft und dann angefangen, mir das irgendwie ein bisschen selbst beizubringen, habe dann auch Unterricht genommen und dann immer das weiter ausgebaut und also die Magie des Mantren und warum sie auch so tief wirken, habe ich erst viel später verstanden, also aus, sag ich mal, wissenschaftlicher Sicht. Jetzt fiel schon mehrmals das Wort zu Hause oder Yoga zu Hause. Für uns alle ist Yoga so ein Platz, den wir in uns tragen. Das ist ein absolut spirituelles Zuhause. Nochmal zu deinem Zuhause, wie es im Pass steht oder so, wo du aufgewachsen bist. Mhm. Du hast gesagt, dass du warst immer so ein kleines bisschen fremd auch. Beschreib mal vielleicht deine Kindheit. Ganz simpel, was waren deine 3 wichtigsten Gegenstände so als Jugendliche, sagen wir mal? Als Jugendliche? Also als Kind habe ich sehr gerne viel im Garten gespielt und mich verkleidet. Das war eigentlich meine größte Faszination, mich in unterschiedliche Facetten meiner selbst eindenken zu können und auch die menschliche Komplexität ausdrücken zu können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Spielfreude. Und dann habe ich sehr viel mit meinem Puppenhaus gespielt. Ich habe mir unendlich lange Geschichten ausgedacht. Playmobil-Puppenhaus, vielleicht hatte das ein oder andere von euch, stundenlang gespielt. Also Hochzeiten gespielt, Winter, Sommer. Ich habe alles Geburtstage, alles, also sag ich mal, die Familie in klein eigentlich da durchgespielt in diesem Puppenhaus. Das habe ich sehr, sehr geliebt und habe es auch ewig behalten. Das waren so meine, ich habe auch viel gemalt, also das waren eigentlich so meine, ich war auch schon eher ein Kind, was, ich sag mal, mit der feinstofflichen Welt auch im Kontakt war, ich habe auch mit so Feen und Geistern gesprochen und war schon auch sehr verträumt und auch sehr
so viel, also ich konnte auch lange mit mir alleine sein. Mhm. So. Mhm. Und Gegenstände, also ich denke jetzt bei mir vielleicht an so eine alte Lederjacke, um die ich mich immer geprügelt habe mit meinen Schwestern, oder den ersten tatsächlich wirklich definitiv roten Lippenstift. Später war das ein Walkman. Also was war es bei dir? So in der Teenagerzeit, also da war es auf jeden Fall mein weinroter Eastpak-Rucksack, der natürlich halb über dem Arsch hing. Und dann noch die von Fishbone, falls jemand diese Marke noch kennt, von New York. Aber ich habe damals, ich bin Schleswig-Holstein groß geworden, in Hamburg geboren, also wirklich richtig auf dem Land groß geworden. Kein Mensch kennt das wahrscheinlich, Wennbüttel am Arsch der Heide, neben Alversdorf bei Heide, in der Nähe von St. Peter-Ording, also wirklich so anderthalb Stunden nördlich von Hamburg. Und das Einzige, was es dort gab in Heide, wo man überhaupt irgendetwas kaufen konnte, was auch nur ansatzweise cool war, war eben New Yorker Fishbone. Und da hatte ich diese weinrote Schlag-Korthose. Also es war weinrot auf jeden Fall, die Farbe. Mhm, alles war weinrot. Ich würde auch sagen, Mann, unter Weinrot lässt sich eine Menge gruppieren. Oh Gott. Du bist dann nach Hamburg gegangen und wolltest, ist das richtig, Schauspielerin werden oder warst Schauspielerin? Also deine Fantasie hattest du ja schon, du hattest die weinrote Schlaghose. Was kam in Hamburg noch dazu? Genau, das war mein absoluter Traum. Ich habe mit 10 angefangen, Musical zu spielen. Wir hatten sehr engagierte Lehrer in der Schule und habe dann früh gemerkt, das macht mir Spaß, tanzen, singen und spielen. Und habe mir das auch alles sehr, sehr traumhaft vorgestellt. Habe, glaube ich, auch nur mit diesem Traum meine Schulzeit überstanden. Also die fand ich wirklich sehr, sehr ätzend. Also die normale Schulzeit, und habe immer auf diesen Traum hingearbeitet. Musical-Darstellerin, Schauspielerin. Und bin dann auch tatsächlich nach Hamburg gegangen, in die Stage School nach meinem Abi. Und habe dann dort die 3-jährige Ausbildung gemacht. Was allerdings alles andere als dann so spaßig war, wie ich mir das erträumt habe. Es war wirklich, muss ich schon sagen, es war eine der härtesten Zeiten in meinem Leben. Warum? Ja, weil natürlich die, ich sag jetzt mal, das ist ja bei vielen Berufen so, von außen sieht das immer alles ganz nett aus. Ne? Wenn man mal im Musical war, denkt man so, oh, ist aber ein schöner Beruf. So, die Konkurrenz und der Druck und auch die Äußerlichkeit, die mit diesem Beruf, also im gesamten Medienbusiness, ich reiß es jetzt mal so über einen Kamm, einhergehen, das ist schon enorm. Also ich habe einfach gemerkt, ich bin zu sensibel, kann man sagen, für diesen Beruf, und habe sehr viel einfach immer aufgenommen, auch an Neid, an Konkurrenz, an Druck, an Gelästere, das habe ich immer sehr nah an mich rangelassen und konnte mich damals, ich habe damals noch nicht meditiert, kein Yoga gemacht, das heißt, ich hatte noch keine Tools, um mich da irgendwie abzugrenzen, um irgendwie so bei mir zu bleiben. Das heißt, war irgendwie immer alles im Außen, hat immer stattgefunden, immer Leistung, 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 und es war sehr ungesund. Ja, also man stellt sich vor, das ist praktisch ein einziges Casting von Tag 1 bis zum Schluss, also du musst dich permanent verteidigen und du wirst natürlich immer über deine Leistung, aber auch über dein Äußeres. Das ist die Währung, ja. Mhm. Also, wann hast du gesagt, jetzt langt's? Ja, einige von euch erinnern sich vielleicht noch, ich war bei Germany's Next Topmodel. Ich habe auch sehr früh mit dem Modeln angefangen, schon 8 Jahre vor Germany's Next Topmodel mit 13. Durchs Modeln konnte ich mir sehr früh eben Träume ermöglichen, wie eben auch die Musicalschule, die eben eine Privatschule war. Eine neue Hose. Eine neue Hose. Ich konnte mir dadurch irgendwie echt so einige Träume erfüllen. Und Germany's Next Topmodel kam dann, und danach war ich auch noch einige, sag ich mal, Jahre im Medienbusiness unterwegs, rote Teppiche rauf und runter, Berlinale, Fashion Week und so weiter, einige tolle Jobs gemacht für große namhafte Marken. Es war auch alles schön und ein paar Filme gedreht und so, aber habe auch gemerkt, also da war ich ungefähr 27, ich glaube, es ist bei ganz vielen so dieser Umbruch, 27, wo ich gemerkt habe, dieses Leben als Schauspieler, Model in Berlin ist nicht das, was mich erfüllt und was nicht, sag ich mal, mein Dharma, ja, was man im Yoga so schön sagt, meine Erfüllung, die Erfüllung meiner Seele wirklich bedient oder wirklich meiner Seele gut tut, könnte man sagen. Ja? Und da habe ich wirklich starke Zeichen gekriegt. Ja? Also ich war wirklich auch, ich war viel einsam. Ich habe mich in Berlin sehr, sehr einsam gefühlt. Also Yoga war so mein Zufluchtsort in der Zeit, in den ganzen Jahren, wo ich dann immer in Spirit gegangen bin. Das war echt so meine Oase da im Westen, und habe gemerkt, das ist eigentlich das, was mich viel mehr nährt als diese Welt der Schauspielerei und des Modelns, weil es eben sehr äußerlich ist. Ne? Du hast dann die Spirit-Yoga-Lehrerausbildung gemacht, und die ist tough.
Wie ist dir der Trill so bekommen von Patricia? Du kannst ganz offen sprechen, es hören nur ungefähr 100.000 Leute zu. Ich fand die Ausbildung großartig als Grundstein für alles, was ich danach gemacht habe. Ich bin Patricia bis heute sehr, 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 sehr dankbar. Also Patricia, wenn du es hörst, vielen Dank. Die Klarheit, die Patricia hat und auch die Straightheit, die Ausbildung hast du ja auch gemacht, ist sehr, sehr ausrichtungsbasiert. Ich habe die nicht gemacht. Ach so, du hast nicht gemacht. Aber die ist halt sehr ausrichtungsbasiert und irgendwie sehr, ich sag jetzt mal, auf die eine gesunde Ausrichtung und sinnvolles Sequencing ausgerichtet. Und dafür hat es echt so viel für mich getan. Also weil ich danach habe ich sehr viel Yoga auf der ganzen Welt gemacht und gemerkt, okay, vieles davon, was ich da gelernt habe, wird aber gar nirgendwo anders irgendwie so praktiziert oder gelehrt. Und das fand ich, das war gut. Also hast du denn nach der Ausbildung, also ich habe meine erste Ausbildung war in New York bei Om, also bei einer Schülerin von Sharon Gannon und David Life und danach eine bei Jiva Mukti nochmal. Und ich habe nach der ersten Ausbildung hatte ich so ein komisches Gefühl von sowohl Größenwahn als auch komplette das Gefühl von inadequate, also überhaupt nicht genug zu wissen und eigentlich überhaupt viel zu überheblich, dass man jetzt tatsächlich anfangen könnte zu unterrichten. Wie ging dir das? Ja, man schwankt tatsächlich, glaube ich, zwischen diesen beiden Extremen. Ich wusste aber auch, und das wurde in so einer Ausbildung auch mal wieder gesagt, wenn man zu lange wartet nach der Ausbildung, dann geht fetter Zug an dir vorbei und man muss einfach in das kalte Wasser springen. Und natürlich hat dir sicherlich, denk an Valentin, der war auch Schauspieler und es gibt ja eine Reihe von Leuten aus kreativen Berufen und auch aus der Schauspielerei, die Gott sei Dank dann zum Yoga gewechselt sind, denn da macht es natürlich Sinn. Viele, viele Qualitäten kannst du da einfach übernehmen und das ist sinnvoll. Das heißt, wenn du dich vor eine Gruppe von Leuten stellst, dann weißt du, du solltest besser deutlich sprechen. Die Leute sollen dich erstens verstehen, die sollen dich auch anschauen können. Das heißt, du spielst in gewisser Weise eine Rolle, aber das tut allen gut. Also zu mir sagte dann mal jemand, naja, fake it till you make it. Oder? Absolut. Das ist auch ein Punkt, den ich in meiner eigenen Yoga-Ausbildung betone, ist, dass ich die Leute immer erstmal frage, was ist das gemeinsam an Schauspielern und an Yoga-Lehrern? Ja? Mhm. Was hat das gemeinsam? Das hat so viele Gemeinsamkeiten. Ja? Also es ist wirklich auch dieses Gefühl, jeder Yoga-Lehrer kennt es, wenn man wirklich vor die Klasse tritt und treten muss an einem Tag, wo man sich alles andere als danach fühlt, gesehen zu werden. Und dann ist es wirklich wie auf eine Bühne zu treten und sich auch nackig zu machen ein bisschen. Mhm. Ja? Und das ist auch immer aufregend. Und auch ich bin aufgeregt immer noch, wenn ich vor großen Gruppen irgendwie unterrichten muss oder eine bestimmte Aufmerksamkeit irgendwie da ist. Also da konnte ich natürlich, wie du richtig sagst, vieles nutzen von dem, was ich gelernt hatte. Definitiv meine Präsenz, meine Stimme, die ich da mitnehmen konnte. Natürlich die professionelle Gesangsausbildung, die mir jetzt im Kirtan hilft. Von daher ist das alles wunderbar, weil ich das alles sehr, sehr gut integrieren kann, was ich da gelernt habe. Dann hast du angefangen, Yoga zu unterrichten. Warum bist du nicht in Berlin geblieben? Da ist es hässlich, da ist es hektisch. Die Leute brauchen Yoga, um abends nicht ihren Partner zu erwürgen. Stattdessen bist du nach Bali gegangen. Warum denn, um Gottes Willen? Ja, genau, aus diesen Gründen. Es gibt ja diesen wunderschönen Song von Peter Fox, Haus am See, und da singt er die Zeile, jeder hat einen Hund und keinen zum Reden, in Berlin. Und ich hatte tatsächlich mir auch einen Hund gekauft. Nach einem Jahr in Berlin war ich dann auch soweit. Als Selbstständiger in Berlin ist es tatsächlich nicht so einfach, finde ich. Also wäre ich da geblieben, wäre ich definitiv in so einen Coworking Space auf lange Sicht gegangen. Ich fand es nicht einfach da. Es ist sehr anonym, ja. Das hat viele Vorteile. Man kann einfach so in seinem Schlumpi-Look ins Café zur nächsten Ecke gehen. Das geht hier am Sternberger See nicht so einfach. da kennt einen dann gleich jeder. Aber ich mochte die Anonymität, ich mochte auch das Internationale, das Urbane, so, das fehlt mir auch manchmal hier auf dem Lande. Ich hatte das Gefühl, aber ich brauche eine Veränderung. Die Großstadt tut mir nicht mehr gut, ich möchte in die Natur, ich möchte mehr Yoga erfahren und will mich auch noch weiter ausbilden.
Genau, und dann ist die Wahl auf Bali gefallen. Und die Einsamkeit, die ich jetzt einfach mal unterstelle, als Auswanderin alleine nach Bali zu gehen, so ohne ist es ja auch nicht, die Einsamkeit auf Bali war besser zu ertragen als die in Berlin. Ich sag mal, ich habe natürlich Freunde in Berlin, die ich auch immer noch habe, echt ein paar tolle Menschen dort. Und trotzdem natürlich, als Selbstständige geht man doch immer auch einsam seine Ziele häufig. Ne? Das kann jeder unterstreichen, der einen selbstständigen Beruf hat. Und ich habe gemerkt, ich möchte mich irgendwie mit Gleichgesinnten mehr zusammentun. Ich möchte im Umfeld sein, wo was nährend ist, wo Menschen irgendwie auch an persönlicher Weiterentwicklung, an Yoga, Meditation interessiert sind. Und habe dann eben Bali besucht. Und es war eigentlich ziemlich sofort klar, dass ich hier hinziehen möchte. So. Wie mutig ist es, auf eine beliebte Ferieninsel auszuwandern? ich finde sehr mutig, weil es ist der Sprung ins Ungewisse. Also ich, zu der Zeit, wo ich gegangen bin, war ich als Model sehr, sehr erfolgreich, vor allem im Werbebereich. Also es waren dann irgendwie zu der Zeit, wo ich gegangen bin, 3 Spots gleichzeitig on air. Ich habe sehr, sehr gut verdient und alle waren so, um Gottes Willen, nimm doch noch die nächsten Jahre als Werbemutti mit, ja, für irgendwie Milch, Müller, Milchreis und was auch immer noch da alles beworben wird, Waschmittel und so. Und da, das ist einfach sehr, sehr lukrativ und macht es auch nett. Also ich sage mal, die Werbemodelwelt, die ist ganz nett. Das ist auch, geht es so mehr um Schauspielerei auch und so. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, okay, das ist irgendwie, also ich glaube, ich kann doch mehr Sinnvolles mit meinem Leben anfangen, als jetzt irgendwelche Joghurts zu bewerben. Das macht auch total Spaß und ich will das auch gar nicht so dogmatisch verurteilen, weil ich finde es auch wunderbar, wenn man sich dann mit diesem Geld auch eine andere Freiheit ermöglichen kann. Und das konnte ich auch. Also durch diese, sag ich mal, durch dieses Geld habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt ein Jahr Puffer, wo ich kein Geld verdienen muss, wenn ich nach Bali gehe und ich schaue einfach mal, wie es läuft. Und es ist einfach so, es ist am Ende der Welt, es ist ja da unten bei Australien, Bali. Es ist eine beliebte Ferieninsel, es ist ja touristisch und dennoch ist es ein drittes Weltland. Es ist hinduistisch, also balinesisch-hinduistisch, und es ist von Australiern besiedelt. Das heißt, man ist Ausländer unter den Balinesen, also als Deutscher, und unter den Australiern ist man auch Ausländer. Das heißt, ich habe dieses Ausländersein tatsächlich sehr stark auch empfunden. Genau, es ist ja so, wie man sagt ja immer, das ist so das Mallorca der Australier. Genau. Ich habe gehört, dass der Yoga-Tourismus, der jetzt viel stärker ist noch als in der Zeit, als du dorthin gegangen bist auf Bali, ziemlich krass ist und dass er auch eine ziemlich, also ökologisch ziemlich niederschmetternde Bilanz aufweist. Wie sind da deine Erfahrungen? Was hast du erlebt? Ja, es gibt natürlich einen großen Yoga-Tourismus auf Bali, das ist definitiv so. Und ich würde also sagen, Yogis, die zu viel Wasser, die zu viel duschen und das Wasser, zu viel Wasser verbrauchen, solche Sachen habe ich ja gehört. Okay. Ich war noch nie da. Ich kann das natürlich schwierig jetzt einsehen, wie viel die einzelnen Yogis tatsächlich duschen am Tag. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass Bali ein großes Müllproblem hat und sehr korrupt. Es ist sehr korrupt auf Bali. Bali hat viele Probleme, die mit dem Tourismus auch gebracht worden sind, kann man so sagen. Vor allem jetzt die Orientierung am Westen und dieser Leistungsgesellschaft und die Magie, jeder, der schon mal auf Bali war, weiß es auch, die Magie, die Bali hat, ist eben, dass die Werte, die die Balinesen leben, sehr anders sind als die in Deutschland. Das heißt, der erste Wert ist Spiritualität. Und danach kommt die Familie und dann irgendwann kommt das Geld. Und dann kommt Julia Roberts. Das auch. Aber das verändert sich halt gerade sehr. Einfach durch den Tourismus, dass eben diese Werte von Spiritualität, das machen sie zum Glück immer noch. Und ich glaube, Bali ist vielleicht einer der wenigen Orte auf der ganzen Welt, wo sie wirklich so das durchziehen. Natürlich auch, weil sie merken, es für den Touristen gut, ihre Spiritualität. Aber da ist tatsächlich auch eine absolute Authentizität dahinter und ein tiefer Glaube bei den Balinesen. Und das ist wunderschön. Und gleichzeitig finde ich auch, egal auf welche Insel, egal in welches Land wir reisen, müssen wir schauen, dass wir da so wenig Footprints wie möglich hinterlassen. Wie hast du dich in dieser Zeit, in den 3 Jahren auf Bali verändert? Oh Gott, krass. Das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Ich würde Bali als extremen Katalysator von Transformation beschreiben. Das heißt, die Transformation, die ich in 3 Jahren Bali durchlaufen bin, da hätte ich in Deutschland vielleicht 10 Jahre für gebraucht. Also vom Gefühl her
war es so intensiv. Und jeder, der auf Bali schon mal war, weiß es. Bali brings up your shit. Bali is gonna kick your ass. If you want or not. Das ist wirklich so. Aus dem Grund, also es gibt einmal eine ganz... Darf ich mal kurz fragen, warum sollte man daran interessiert sein? Mal so eine nicht-yogische Frage. Muss doch gar nicht sein. Wenn man sagt, alles tutti in meinem Leben, kann man das natürlich weiter so machen. Ich glaube, dass wir alle, egal wie wir aufgewachsen sind, bestimmte Verletzungen, Traumata in unserer Kindheit erlebt haben. Und wenn man daran interessiert ist, sage ich mal, auch negative Verhaltensmuster aufzulösen und wiederkehrende, scheiternde Beziehungen erlebt, dann ist es vielleicht doch ratsam zu sagen, okay, ich schaue mal meine Kindheit, ich schaue mal, was eigentlich falsch gelaufen ist und einem inneren Heilungsprozess interessiert ist. Und daran bin ich einfach sehr interessiert. Und auch viele Menschen, die nach Bali gehen, kommen deswegen dahin. Und dafür ich bin da jetzt auch sofort interessiert. Ich will auch meine Blockaden in der Sonne lösen. Ja, aber also das ist wirklich heavy. Also das ist so, ich sage immer, Bali kommt so scheinheilig daher. Ja? Man sieht so Urlaubsfotos, man sieht so auf Instagram, wie irgendwelche Mädels mit ihrem Stringtanga Coconut schlürfen. Und man denkt so, oh, ist aber total sexy da. Bali ist intens. Also nicht, wenn du da für 2 Wochen hinfährst, aber wenn du da länger bist. Also ich weiß noch, als ich angekommen bin, habe ich jemanden getroffen, der seit 6 Jahren auf Bali lebt und meinte, Bali is gonna test you. Und du wirst, also was ich dir prophezeie, ich sage dir das nicht, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwie der Guru oder so. Ich sage es dir, weil das so viele erlebt haben. Also entweder dein Geld wird einfach weg sein, also du wirst getestet werden. Es wird dir richtig schwierig gemacht werden, hier zu bleiben. Und Bali testet dich, ob du das willst, also ob du wirklich das willst. Und manche werden sehr krank, manche verlieren alles, denen wird das Portemonnaie geklaut, was auch immer passiert. Also viele, die ich auch kenne, die in Bali waren, denen ist Ähnliches passiert. Und es war tatsächlich so. Also nach 3 Monaten war mein ich musste eine Steuernachzahlung machen. Also in einer Höhe, die ich vorher noch nie machen musste. Ich konnte mir nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Also ich bin seit 10 Jahren selbstständig, war mir vorher noch nie passiert. Da hat irgendjemand einen Fehler gemacht in der Buchhaltung. Und ich hatte, also all mein Geld war dann weg, was ich für ein Jahr hatte. So fing es erstmal an. Mein Vater hat Krebs gekriegt. Und da war, also das war der Test dann. Ja, okay, willst du das halt wirklich? Und deine schönste Erfahrung? Ja, die schönste Erfahrung. Ich habe die wunderschönsten Erfahrungen auf Bali gemacht, die schwierigsten und die schönsten gleichzeitig. Die hängen ja oft zusammen. Ich kann mich an Momente erinnern in Ubud, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt bin ich wirklich im Eat, Pray, Love Film gelandet. Also es war also so kitschig wunderschöne Momente dort gehabt, wo wirklich... In Ubud, ja, in nicht Ubud. Im U-Boot, sondern in Ubud. Ubud, genau, das ist eine kleine Stadt, die auch in Eat, Pray, Love vorkommt. Und da gibt es ein Café, wo jeden Samstag eben Live-Musik und Open Mic ist. Und wirklich alle waren da, die Frauen mit langen Kleidern, wunderschön lange Haare, die Kinder sprangen da rum, es wurde Live-Musik gespielt, die Blumen flogen, also die Rosenblätter flogen durch die Luft. Also es war wirklich leckeres veganes Essen, es war ein Traum. Also solche Momente, also die habe ich so abgespeichert, ne? So die wirklich waren so, wo dein Herz so aufgeht und du wirklich denkst, okay, jetzt bin ich total, also in dem kitschigsten, romantischsten Film gelandet. Also das sind so Momente, die, also ich könnte noch viele andere davon erzählen, die ich da erlebt habe, ja. Dann bist du zurück nach Deutschland. Was hast du dann gelernt über Deutschland? Wie hat sich deine Beziehung zu Deutschland verändert bei deiner Rückkehr? Und warum bist du überhaupt zurückgekommen? Ja, warum bin ich zurückgekommen? Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, mal eine Zeit lang wirklich im Ausland zu leben, weil plötzlich die eigene Identität und auch die, sag ich mal, der Imprint, den wir alle haben von unserer Gesellschaft, die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, ja, die Qualitäten und auch die Werte, die wir als Deutsche mitgekriegt haben, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Disziplin und so weiter, ja, die wunderbar sind und du weißt sie auch nochmal ganz anders zu schätzen, wenn du im Ausland bist, vor allem unter vielen Amerikanern, Australiern, die ganz, ganz andere Werte leben. Und ich habe dann häufig gemerkt, dass mir das teilweise sehr viel zu oberflächlich war, dieser Vibe, der da so stattgefunden hat auch. Und habe dann teilweise wirklich so diese deutsche Tiefsinnigkeit vermisst, ja, und habe es auch nochmal ganz anders zu schätzen gewusst. Ich habe, ich sag mal ganz spießig, weiß ich auch Versicherungen zu schätzen. Ich weiß, das Gesundheitssystem in Deutschland zu schätzen, dass wir eine Versicherung haben können, dass wir ein Recht darauf haben, gesundheitlich versorgt zu werden. Das ist alles, das nehmen wir einfach so alles so selbstverständlich hin, aber in Amerika ist das überhaupt nicht die Realität. In Bali ist es nicht die Realität. Es gibt keine Demokratie, es gibt keinen Staat, der sich um Arme kümmert. Und wir sind hier einfach, also wir leben in einer absoluten Luxussituation hier in Deutschland. Und das weiß ich viel mehr zu schätzen als vorher.
Das hat jetzt aber noch nicht beantwortet, warum du zurückgegangen bist. Das stimmt. Ich bin zurückgegangen, als letztes Jahr der Vulkan ausgebrochen ist. Also beziehungsweise da bin ich noch nicht zurückgegangen. Aber das war eigentlich ein ausschlaggebender Moment, wo ich in Frage gestellt habe, langfristig auf Bali leben zu können. Im Zuge der Klimakatastrophe, des Wandels, der Temperaturen auf dieser Erde, wird es so sein, dass die Meeresspiegel steigen und auf Dauer ist wahrscheinlich nicht so ratsam, ist auf einer Insel zu leben. Mhm. Das ist so und das ist ja auch wahnsinnig fies. Ich meine, wir sehen es halt, ja, in Indonesien der Tsunami, die Wirbelstürme, die da stattfinden. Also wo ich dann schon gedacht habe, so auf Dauer, ja, so Indonesien liegt eben auf diesen Erdplatten. Das heißt, Erdbeben sind da normal. Und es ist nicht so schön. Ja, also es ist nicht so schön, wenn man nachts aufwacht und die Erde bebt. Und ich habe eben 2 Monate war ich dann auch dort und 2 Mal wurde der Notstand ausgerufen und wir müssen Atemmasken kaufen und oh Gott, die Giftwolke vom Vulkan kommt. Also das Gefährliche ist nicht die Lava, sondern dieser Staub, der dann runterregnet vom Vulkan, der eben die Atemwege zerstören kann. Und das war doch also eine lebensbedrohliche für mich irgendwie Situation so, wo ich gemerkt habe, also ich habe es einfach mal in Frage gestellt innerlich. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe hier einen Workshop gegeben und habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Also man kann auch sagen, das Universe hat mir die Antwort relativ schnell gegeben in der Form auch meines Partners, der, ja, also wir sind schon so, also das ist eigentlich, also das ist der Mann, den ich mein ganzes Leben lang mir gewünscht habe. So. Und er hat sich mich gewünscht und wir sind beide sehr glücklich, dass wir so lange gewartet haben aufeinander, kann man sagen. Also jetzt muss ich einfach mal sagen, dass deine Augen jetzt etwas, wenn es überhaupt möglich ist, noch mehr strahlen. Deshalb gleich nochmal zurück zur Liebe. So haben wir angefangen mit Lokas Samastas Okinoba Bantu. Du sprichst sehr gerne davon oder hast in der Vergangenheit oft davon gesprochen. Ihr bei Yoga Easy könnt euch das nochmal auf den Videos anschauen oder den Video-Interviews, die wir haben. Du hast gerne davon gesprochen, in der Frequenz der Liebe zu schwingen, egal mit wem. Ja, ich zitiere dich. Das klingt ein bisschen anrüchig. Ja, das klingt etwas anrüchig. Also Zufall oder Taktik? Okay, ich muss jetzt mal drüber nachdenken, warum ich dann das gesagt habe. Dann gleich die nächste Frage, weil wir in Bayern sind. Ich meine, könntest du mit Markus Söder schwingen? Ich glaube tatsächlich, dass die Frequenz unserer Seele tatsächlich Liebe ist oder die Frequenz unseres Herzens. Nur bei den meisten Menschen sind da sehr viele Schichten oder bei vielen Menschen sind sehr viele Schichten drum, kann man sagen, wie viel Konditionierung passiert im Laufe des Lebens. Aber ich denke, wenn wir vom Herzen kommen, können wir immer das Herz des anderen erreichen. Da bin ich ziemlich sicher, ja. Egal eigentlich bei wem. Das heißt aber auch, dass wir selbst unsere eigenen Wertungen und Konditionierungen auch beiseite schieben müssen, wenn wir einem Menschen auf der Herzebene begegnen wollen. Dann Stichwort Konditionierung. Bestellst du deine Hafermilch bei Amazon? Nein, die bestelle ich nicht bei Amazon. Die kaufe ich bei Rewe. Vorbildlich. Das wollte ich einfach auch bei dieser Gelegenheit einfach ins Universum schicken. Es gibt diese legendäre Gegenwartsideologie im Yoga, sich nicht mit der Vergangenheit zu beschäftigen und auch nicht mit der Zukunft, sondern nur im Moment zu leben. Wie interpretierst du das für dich? Ich denke, um völlig im gegenwärtigen Moment zu leben, müssen wir Frieden gemacht haben mit der Vergangenheit. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das noch nicht gemacht haben. Ich bin auch immer noch auf dem Weg, mehr Frieden in meine Vergangenheit zu bringen. Stichwort Kindheit eben nochmal. Das lohnt sich wirklich. Also ich habe viel innere Arbeit gemacht und das Beste, was ich gemacht habe, war Schattenarbeit, innere Kindarbeit, kann ich nur jedem empfehlen. Da wirklich nochmal in die alten Wunden zu gehen, die wir alle haben. Und das bringt einfach sehr, sehr viel Frieden. Und dann ist es auch einfacher, im gegenwärtigen Moment zu leben und sich auf die Zukunft zu freuen. Inneres Kind ist, glaube ich, jedem geläufig. Schattenarbeit, was soll das sein? Das heißt, die Teile, die wir selbst nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ja, das sind die unangenehmen Teile. Ja, also unsere Eifersucht, unsere Wut, unser Neid,
unsere Bösartigkeit und wir haben alle diese Teile. Ja, wir mögen wir nicht so gerne, aber wir haben sie alle und sie sind... Ich nicht. und sich die anzugucken, das lohnt sich wirklich und die sind natürlich nicht pretty, aber wenn man wir sie umarmen, ja, und integrieren, Stichwort Yoga, Integration, das heißt wirklich diese Teile auch zu umarmen und anzugucken und sagen, ja, manchmal bin ich eifersüchtig, manchmal bin ich wütend und manchmal bin ich richtig traurig. Mhm. Beschäftigst du dich damit auch in deinem Buch, in dem du gerade schreibst? Es wäre schön, wenn es da eine Rolle spielen würde. Ich glaube, diese tieferen, sag ich mal, auch inhaltlichen Themen, die werden in meinem nächsten Buch dann bearbeitet werden. In dem jetzigen Buch ist es tatsächlich ein Standard-Yoga-Werk werden. Mhm. Ich sag mal, erstmal ein bisschen praktischer angelegt. Mhm. Und auf die tiefere Ebene der inneren Arbeit und, ich sag mal, psychologischer, das wird dann im nächsten Buch drankommen. Deine aktuelle Lieblingsasana? Meine aktuelle Lieblingsasana? Ich glaube tatsächlich Anahatasana, also Herzöffner. Mhm. Mhm. Deine letzte Sünde? Meine letzte Sünde, muss ich mal kurz drüber nachdenken, bei McDonald's in Österreich den Veggie-Burger gegessen, der aber schmeckt wie Chicken. Und natürlich dabei McDonald's unterstützt, wenn das Patrick erfährt. Trägst du Glitzer-Lidschatten? Ja. Sieht toll aus. Freust du dich auf Corfu? Du bist in Corfu dabei beim All-Stars-Retreat. Ja, ich freue mich total. Ich musste jetzt schon gestern den Schedule und meine Klassen ein halbes Jahr vorher klar machen. Ich freue mich sehr auf die Zeit und vor allem auch vielleicht ja auch selbst die Möglichkeit zu haben, bei anderen tollen Lehrern in die Klassen zu gehen. Ja, Marieke, die das organisiert, sollte ein bisschen mehr im Moment leben und dann lebt sie in der Zukunft und muss das jetzt alles schon organisieren. Also, schöne Grüße nach Hamburg. Auf welchen Lehrer freust du dich besonders oder auf welche Lehrerin? Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wer noch alles dabei ist. Nicole Bongartz, ja. Timo Wahl, Anna Trökes, Valentin Alex, Irina. Ja, Anna Trökes natürlich unbedingt. Bei Valentin war ich früher immer Schülerin, da bin ich sehr oft hingegangen. Gehe ich jetzt bestimmt auch wieder hin. Also ich muss immer gucken, wie viel Zeit ich habe. Bei Anna Trökes war ich noch nie, werde ich auf jeden Fall hingehen. Bei Patrick war ich schon häufig in den Klassen, weil er ja auch hier in München ist. Er kommt auch zu Besuch, ja. Genau. Ja, ich lasse mich mal überraschen, ich bin da offen. Ja, es ist ja auch alles noch gerade so ein bisschen, wird gerade alles hin und her geschoben, aber es wird sicher toll. Also da sehen wir uns spätestens wieder. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und wer da im Hintergrund immer so ein bisschen heftig geschnauft hat, ich hoffe zustimmend und nicht missbilligend. Das war nicht mein Freund. Das war nicht der Partner, sondern es war, die leben hier in so einer Ménage à trois, das war euer riesiger Hund, der in Wirklichkeit gar kein Hund ist, sondern eigentlich so ein weißes, dickes Pferd. Ja, sieht eher aus wie so ein Miniatureisbär. Okay, also hab noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Videos mit Wanda findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Easy. Zum Beispiel Yin-Yoga für Schulter und Nacken, jede Menge Tutorials, Morgen-Yoga. Du kannst uns gerne für 2 Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de/podcastgutschein. Wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. So verpasst du keine neue Folge mehr. Und wie immer freue ich mich natürlich über jeden Kommentar von euch. Bye, bye.